Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute stelle ich euch etwas von Crater vor mit der Nummer 31032. Hat insgesamt 221 Teile und das wäre die Vorderseite von diesem Drachen. Passt ziemlich gut zu dem Launch von dem neuen überarbeiteten Skyrim. Da gibt es ja auch die Drachen und zeige euch mal hier die obere Seite mit den ganzen Teilen, die rechte Seite, die linke Seite, Unterseite und hinten. Also man kann auch noch einen Skorpion bauen oder eine Schlange. Und das machen wir mal auf. So, das wär's. Mehr ist nicht drin. Zwei Anleitungen, einmal für diese beiden Kreaturen und einmal für den Drache. Aber ich werde jetzt den Drache bauen. Also sind nur zwei Tüten, ist nicht viel, dürfte auch nicht lang dauern und wir sehen uns gleich. Ich bin jetzt fertig mit dem Drachen. Das sind die Ersatzteile, wo übrig geblieben sind. Hier die Anleitung. Also es hat jetzt nicht lang gedauert. Also 48 Seiten hat das Heft. Da ist der Drache fertig. Hier wird das andere Buch, falls man den Skorpion oder die Schlange bauen will. Kommen wir also zum Drache. Mit 221 Teile. Hat ziemlich viele Kleinteile. Aber fand ich schon ziemlich gut zum Bauen. Er ist auch schön groß, also nicht so ein kleines Set, sondern schon ein bisschen größer. Kann hier alles bewegen von dem Drache, alles mit Gelenke. Hier die obere Seite, hier die Krallen. Also er hat hier oben Krallen, da unten und hier sein Gesicht, kann man seinen Mund bewegen. Er sprüht auch Feuer hier raus. Also für ca. 15 Euro ziemlich gutes Set. Und wer noch nichts für Weihnachten hat, kann das jemanden schenken. Also da ist auf jeden Fall meine Kaufempfehlung. Da es nicht teuer ist und ziemlich cool ausschaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, dann ciao, euer General Grievous.